Hallo Nicole, schön, dass du da bist. Für alle, die dich noch nicht kennen, kannst du vielleicht ein, zwei Worte zu dir sagen? Ja, erstmal hallo Florian. Ja, ich bin Nicole Krause. Ich lebe und arbeite in Bonn. Ich bin bei der Tel-IT beschäftigt und bin da als BOIT unterwegs. BOIT, das ist so ein Begriff, der geistert jetzt schon länger irgendwie durch die Firma und ich glaube, nicht alle haben das schon mal gehört. Was ist ein BOIT und was macht man da? Also BOIT steht für Business Owner. IT von der IT-Seite. Und das ist der Counterpart von dem fachseitigen Business Owner, den haben wir nämlich auch. Und beide zusammen bilden eigentlich die Business Owner von einem Digital Hub. Und ein Digital Hub ist eine Organisation, die für die Delivery zuständig ist, für einen bestimmten Value Stream oder für auch mehr als einen Value Stream. Also in unserem Fall ist es zum Beispiel der Value Stream Credit and Collection. Also das heißt, wir beschäftigen uns mit den Kundenfinanzprozessen, mit dem Zahlungsverkehr und mit dem Risikomanagement. Okay, cool, Dankeschön. Kommen wir zu unseren Fragen und der ersten Kategorie. Die erste Kategorie heißt das erste Mal. Wie bist du mit dem Thema Agile in Berührung gekommen und was war damals so dein erster Eindruck? Also tatsächlich, ich habe, glaube ich, relativ früh mal was über das Thema Agilität gelesen, bin aber gar nicht so richtig darauf angesprochen, ehrlich gesagt. Ich habe das gelesen, so wie man verschiedene Sachen halt liest, was gerade so en vogue ist, ne? Was man gerade so machen muss als Managementmethoden. Hat mich aber, ja, hat mich nicht so bewegt, dass ich direkt dachte, oh, ich muss das mal ausprobieren. Spannender wurde das Thema für mich tatsächlich, als wir in der IT angefangen haben mit IT at Motion. Ja, und IT at Motion, das ist ja die große Transformation der IT, wo die IT zusammen mit ihren Partnern sich Richtung Agilität oder in die agile Welt bewegen will, ne, und bewegt. Und in dem Zusammenhang bin ich etwas intensiver damit ja, in Kontakt gekommen. Und nachdem das so ein bisschen losging bei uns, haben wir ja bei euch bei den Mayflowers auch den Workshop zum Thema Agilität gebucht. Und das ist eigentlich so für mich der Startpunkt gewesen, ne, der mich so ein bisschen begeistert hat für das Thema, nachdem ich so bei euch mit einfachen Methoden gelernt habe, was Agilität eigentlich ist. Und da waren so ein paar Augenöffner dabei, sag ich mal, wo wir gedacht haben, so, warum machen wir das nicht sowieso schon, ne? Also das war so der Startpunkt für mich in das Thema Agilität eigentlich. Cool. Auch beim letzten Mal von Evelyn schon gehört, das war mir damals bis dahin gar nicht bewusst, dass wir quasi auch einer der ersten Wegbegleiter waren. Umso Ja. schöner, ja, dass er, was seitdem alles passiert ist. Was für eine tolle Überleitung zur zweiten Kategorie. Was ist seitdem passiert, also seit dem ersten Mal? Was hat sich in deinem Bereich, vielleicht konkret für deine Teams, geändert, die bei dir arbeiten? Und was hat sich vielleicht auch bei dir ganz persönlich geändert? Also tatsächlich, seitdem hat ja diese IT-Motion-Bewegung bei uns richtig Fahrt aufgenommen und die IT zusammen mit unserem Partner, mit unseren Fachseiten, stellen eigentlich unser komplettes Delivery-Modell von ich sag mal, der klassischen Wasserfall-Delivery um auf das agile Arbeiten und das agile Mindset, ne? Und dabei liegt so ein bisschen der Hauptaufogen, das Hauptaugenmerk darauf, dass wir sowohl die Prozesse stetig verbessern wollen, als auch, dass wir natürlich gucken wollen, dass wir möglichst schnell Feedback zu dem, was IT-seitig entwickelt wird, kriegen, um zu gucken, ist es tatsächlich das, was der Markt nachfragt, womit wir einen Unterschied am Markt machen können oder nicht, ne? Und das passiert in ganz, ganz vielen Bereichen gerade innerhalb der IT zusammen mit der Fachseite, sodass man sagen kann, wir haben fast komplett umgestellt von Wasserfall auf Agile. Ne? Für mich persönlich, ich habe natürlich auch eine klassische Linie noch, die wird sich jetzt zum 1.4. dann auch auflösen, weil wir dann auch tatsächlich zumindest mal den formalen Part bisschen den Shift hinkriegen und in eher so eine Matrix-Organisation gehen. Und ich persönlich habe mich entschieden, so von der klassischen Führung, die sowohl fachlich als auch Personalführung beinhaltete, mich zu konzentrieren auf das Fachliche. Ja, also ich will gerne den Change weiter begleiten in der Delivery-Organisation. Wie gesagt, ich bin als BOIT schon unterwegs und da gibt es ganz, ganz viel noch zu tun und das macht mir super viel Spaß und ich freue mich da total drauf.
Und persönlich muss ich ehrlicherweise sagen, das Thema Lernen, Feedback, Reflexion von dem, was man tut und stetige Verbesserung nimmt bei mir jetzt doch wieder einen deutlich größeren Bereich ein, als es vielleicht in manchen anderen Jahren getan hat in der Vergangenheit. Und es macht super viel Spaß und ich freue mich total darauf. Also da ist auf jeden Fall eine ganze Menge passiert. Vielen Dank für die Ja. Einsichten, ja. Gab es dabei vielleicht Quellen der Inspiration? Also Dinge, die dich irgendwie unterstützt haben während der Veränderung? Zum Beispiel, ja, Gespräche mit Peers, Coachings, Bücher oder ähnliches. Kannst du da vielleicht so zwei, drei Dinge nennen? Ah ja, natürlich. Also ich habe ganz, ganz viele Quellen der Inspiration, ja. Zum einen ist das schon auch das Team, mit dem wir unterwegs sind, wo wir agile Coaches mit dabei haben, Safe Program Consultants, aber auch natürlich auch die Leute mit den unterschiedlichen Rollen, die dort unterwegs sind, wo wir gucken, wie wir gemeinschaftlich uns verbessern können. Und dadurch, dass das so unterschiedliche Charaktere sind, kommen auch viele Perspektiven rein. Und es ist einfach spannend, diese Perspektiven immer gegeneinander zu challengen und zu gucken, was ist eigentlich ein guter Weg nach vorne. Also das ist so eine Gruppe. Dann gibt es gibt es eine Lerngruppe, in der ich bin. Und diese Lerngruppe beschäftigt sich explizit mit dem Thema Servant Leader. Also sprich, wie verändert sich eigentlich Leadership bei uns in der Organisation? Und das ist so ein Part, wo ganz viel Reflexion über das eigene Verhalten auch stattfindet. Ne? Das ist ein Part, wo ich auch ganz, ganz viel rausziehe für mich persönlich, für meine persönliche Entwicklung. Und dann gibt es so zwei Sachen, wenn ich so ein bisschen nach außerhalb der Telekom-Welt so ein bisschen gucke, sondern den Außenblick. Es gibt zwei Sachen, die mich wirklich sehr, sehr stark inspirieren gerade. Das eine ist, ich nehme an einem Programm teil, das nennt sich Get Qualified, Not Certified. Das ist von der Management 3.0 Community, von dem Jürgen Apelo. Und da geht es um Selbstlernen. Also man kriegt immer Artikelvorschläge, Videos, PowerPoint-Präsentationen oder was auch immer, die man dann in Ruhe zu Hause durcharbeiten kann, die man so ein bisschen daran reflektieren, eigenes Verhalten, was lerne ich aus dem Artikel, was kannte ich schon, wo stimme ich vielleicht zu, vielleicht, wo habe ich aber auch andere Erfahrungen gemacht und spiegelt das dann wieder. Ne? Und dafür kann man auch Punkte kriegen und dann irgendwann auch ein Zertifikat, wenn man will. Aber darum geht es nicht. Ne? Es geht darum, dass du jede Woche 10 Artikel kriegst, wo Leute sich zum Thema Agilität und neue Arbeitswelt äußern. Ne? Das ist schon ganz spannend, um wieder zu gucken und das zu reflektieren. Das ist, also mir hilft das total und ich finde das total spannend, das zu machen. Und das andere, was mich im Augenblick fast noch mehr begeistert, ist das Buch Sooner, Safer, Happier von John Smart, ja, das ich gerade lese und wo ich auch parallel jetzt, also zum Beispiel kurz vor unserem Gespräch gab es wieder so eine Session, ich bin in so einem Buchclub drin und da kann man jetzt 14 Tage lang, also Montag bis Freitag, jeweils 1 Stunde mit dem Autor chatten und mit Hunderten von People all over the world, ja. Und das ist ganz spannend, weil dann kann immer noch mal so ein paar Rückfragen zum Buch oder auch noch mal Erfahrungen von anderen austauschen. Und das ist auch wirklich eine Quelle der Inspiration für mich, ne? Um zu gucken, wie haben es eigentlich andere gemacht, welche Fehler haben sie gemacht, was kann ich daraus lernen, welchen könnte ich vielleicht auch dann mal vermeiden. Das ist auch wieder, ja, sehr guter Punkt und eine wunderbare Überleitung zur nächsten Kategorie. Die heißt ja, was bisher noch keiner weiß. Gibt es vielleicht eine Geschichte, die du den Zuschauern und Zuschauerinnen mit auf den Weg geben möchtest? Vielleicht irgendwas Inspirierendes oder was Motivierendes oder auch vielleicht eine Warnung, ein Fettnäpfchen, in das ihr schon reingetreten seid, vor dem ihr anderen warnen möchtet. Irgendwie eine Geschichte aus eurer Geschichte, aus eurer Transformation. Also, was ganz spannend ist und was ich tatsächlich auch total falsch eingeschätzt habe, ne, ist diese Kapazität, die wir haben, um Dinge neu zu lernen, ne, ist extrem begrenzt. Ne? Wenn man sich mal bewusst macht, dass wir die meisten Dinge unbewusst tun, ne? Also tatsächlich nur so, man sagt so roundabout 40% der Dinge, die wir jeden Tag tun oder wie wir uns verhalten, ist eigentlich bewusst und der Rest ist unbewusst. Ne? Und wenn wir uns verändern wollen, gerade Richtung agilen Mindset, dann müssen wir ja erstmal ganz, ganz viele
alte Gewohnheiten verlernen, um dann neue Gewohnheiten lernen zu können. Und das kostet viel Zeit und Aufmerksamkeit. Das sollte man nicht unterschätzen, die man dafür aufwenden muss. Und ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein, wenn man versuchen möchte, Veränderungen zu treiben. Also, dass man die Leute einfach nicht überfordert. Und ich glaube, wir tun das in vielen Dingen. Und ich habe das bei uns auch festgestellt, dass wir die Leute an der einen oder anderen Stelle einfach im letzten Jahr überfordert haben, weil wir zu viele Veränderungen zur gleichen Zeit gemacht haben und die Leute gar nicht in der Lage bei uns waren, das alles nachzuvollziehen und das zu verarbeiten. Und ich glaube, dessen sollte man sich immer wieder bewusst sein und man sollte halt gucken, dass so ein Lernprozess, den kann man nicht forcieren. Ne? Der passiert in einem bestimmten Rhythmus und der braucht seine Zeit und der ist nur bedingt zu beschleunigen. Und das fand ich auch für uns nochmal ganz spannend, ne? Weil wir ja viele von uns auch dann ungeduldig sind, ne? was diese Veränderung anbelangt und man ja möglichst viel erreichen will eigentlich in einem Jahr. Und dass das eigentlich nicht funktioniert. Ne? Also das ist auch so eines meiner großen Learning aus dem letzten Jahr. Man kann nicht alles auf einmal ändern, das funktioniert einfach nicht. Es wird dadurch tatsächlich eher langsamer als schneller. Das heißt, du das Thema das Geduld. Das fand ich spannend. Geduld ist was man, genau, ne? Geduld und wieder gucken, wie man tatsächlich die Veränderung, auch die Zeit für die Veränderung gibt. Ne? Und das fand ich spannend. Also war ein Punkt aus dem wir auch gelernt haben, glaube ich, im letzten Jahr. Wunderbar, vielen Dank. Die letzte Kategorie heißt auf dem Radar. Siehst du irgendwie aufkommende Themen, Probleme, Herausforderungen bei euch im Bereich, wo sowas wie die agile Community vielleicht einen Mehrwert bringen könnte, wo wir euch unterstützen könnten? Gibt es da irgendwas? Also ich habe es ja gerade schon angesprochen, ne? Das Buch Sooner, Safer, Happier, ist was ich gerade total inspirierend finde. Ja, und wenn man sich da nochmal reinguckt, der hat, ich weiß gar nicht, wie viel sind es am Ende, über 10 Pattern und Anti-Pattern beschrieben. Ja, und ich würde schon gerne den einen oder anderen gerne mal mit der Community bei uns diskutieren, ne? Um zu gucken, wie können wir mit den Erfahrungen, die da drin sind, experimentieren, ne? Und wie kriegen wir sinnvolle Experimente bei uns gestartet, um zu gucken, was funktioniert für uns, was funktioniert nicht für uns, ne? Also ich bin schon sehr überzeugt davon, dass One Size Fits All definitiv nicht funktioniert. Ne? Wir werden unseren eigenen Weg gehen müssen. Und ich finde, diese Pattern und Anti-Pattern ist ein guter Punkt, um zu starten, um mal zu gucken, was funktioniert eigentlich bei uns und was funktioniert nicht bei uns. Ne? Wo müssen wir unseren eigenen Weg oder wo müssen wir vielleicht noch einen ganz anderen Weg für uns selber finden als Telekom. Und das würde ich gerne mit einer größeren Gruppe mal diskutieren und mal überlegen, wie man da die ersten Schritte gehen kann. Das hört sich sehr spannend an. Du weißt vielleicht, wir machen ab und zu sowas wie ein Agile Café, wo wir die Community einladen, manchmal zu einem speziellen Thema, manchmal eine offene Runde, wo wir über Dinge sprechen können. Und das könnten wir ja vielleicht kombinieren. Also, dass wir sagen, wir stellen so ein Event unter dieses Motto des Buches. Könntest du vielleicht im Vorfeld so ein, zwei Artikel oder Videos oder irgendwie, dass man einen Einblick in die Thematik bekommen kann, zur Verfügung stellen? Dann würden wir das vielleicht bei uns im Intranet posten und dann quasi Willige suchen, die in die Diskussion da einsteigen würden. Ist das eine denkbare Geschichte für dich? Klar, das kann ich machen. Ich habe ganz viele Links schon gesammelt, weil ich versuche immer so die Ideen, die da drin sind, schon unter die Leute zu kriegen, um die mal mit den Leuten zu diskutieren zu können. Deswegen habe ich ganz, ganz viel, mache ich gerne. Ne? Also. Ja, super. Das hört sich total klasse an. Cool. Ja. Wir sind auch schon quasi am Ende unseres kleinen Gesprächs, Nicole. Aber du hast noch die Chance, vielleicht so eine kleine Botschaft oder ja, das Wort zum Sonntag sozusagen zu sprechen. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuschauern und Zuschauerinnen mitgeben möchtest? Das Wort zum Sonntag, ja. Also ich wünsche uns den Mut, neue Wege zu gehen, ja, und Dinge auch mal neu zu denken und mal vielleicht auch ganz anders zu machen. Und ja, tatsächlich auch den Mut, den ersten Schritt zu gehen. Ich weiß, dass es super anstrengend ist, ne? Und auch viel mit Lernen und vielleicht auch mal Scheitern zu tun hat. Aber ich kann sagen, es macht super viel Freude. Wenn man sich darauf einlässt, macht es super viel Spaß. Und ja, das würde ich mir wünschen, dass wir möglichst viele Leute motivieren können, mit uns den Weg zu gehen. Sehr schön. Vielen Dank. Falls ihr jetzt durch dieses Gespräch mit Nicole oder irgendwie inspiriert seid, das Buch zu lesen oder das Buch auch schon gelesen habt oder andere Dinge zu tun, die Nicole erzählt hat und ihr wollt mit Nicole mal in Kontakt treten,
macht das gerne. Wir lassen Ihre Kontaktadressen quasi unter dem Video da. Und ja, ich glaube, wir sollten miteinander in Kontakt bleiben, also alle. Vielen Dank, Nicole, für das Gespräch. Gerne, gerne. Danke, dass du mich interviewt hast.